Ey, na, herzlich willkommen zurück hier zu Doom Eternal. Yeah. Wir haben hier so ein Portal gefunden. Okay. Carcass. Okay, von da kommen wir wieder zurück. Gut, dann werden wir uns mal darum kümmern, dass wir die Herausforderung da unten annehmen. Hammer. Oh, warte mal. Genau, hier war ja noch Muni. So ein Ground Pound wäre aber trotzdem wieder geil gewesen. Aua! So, irgendwelche Secrets hier? Nö. Der hat einen offenen Rück gehabt. Ich habe gerade das Spiel überfordert, glaube ich. Ich bin gespannt in der Aufnahme, ob es auch so geruckelt hat. Das ist nicht euer Ernst, oder? Nicht mit mir. Oh, der hängt in der Wand, ehrlich. Also das eine Mal, wo es übelst gut aussah, da haben wir es nicht geschafft. Aber das eine Mal jetzt, wo es übelst schlecht aussah, da sind wir easy durchgekommen, oder was? Mensch, Junge, du machst mich fertig. Wer schießt denn da? Oh no.
Das ist way too much. Oh, hell yeah. Scheiße, wir müssen noch mindestens einen Schuss mit der BFG auslösen und drei Leute killen. Schon eklig. Ja, mittlerweile muss man sich ja richtig konzentrieren hier, Alter. Für mich natürlich bisschen ungewohnt. Ich und konzentrieren, ihr wisst ja. Oh, da gibt's BFG-Ammo. Will ich auf dieses Teil rauf? Und alles für einen Gullideckel. Dank dir, mein Freund. Lass dir auf die Schulter. BFG. Brauch mehr Gegner. Leute, muss sich lohnen. Nein! Nein! Der Typ hat den Schuss einfach abgefangen. Ist der behindert? Entschuldigung. Ist der eingeschränkt betriebsfähig? Da unten wären so viele gewesen. Oh, ist das fies.
Oh, nicht gut. Ey, du! Arschloch. Kann ich bitte noch mal EFG haben? Bitte, 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 bitte. So, aber jetzt mal ohne Witz, wie zur Hölle? Ich sehe schon, wie der Hase läuft. Yeah, baby. Rüstung verbessert. Was ist denn nochmal Lock and Key? Achso, den Dingsschlüssel finden, ne? Für Slayer-Tor wäre es übelst geil, wenn wir da eine BFG hätten. Oh no. Mag den nicht. Mag den noch weniger nicht. Da oben ist der Schlüssel. Das ist Tor. Das ist der Schlüssel. Da hinten. Okay, von da hinten, Leute.
Ah. Mal gucken, dass ich den Knopf vielleicht ein bisschen sinnvoller platziere. Hey! So, müsste hier... Verarschen mich doch, oder? Okay, wie komme ich da rein? Hier. Nice. Aber dadurch ist immer noch nicht das Teil offen. Und über das kommen wir ja zu dem Schlüssel und dann können wir da ins Tor rein. Die Frage ist bloß, wie zur Hölle kriegen wir das auf? Ich sehe da auch keinen anderen Weg. Leute, ich dreh durch, Alter. Also doch von hier. Quake Champions. So, das bedeutet aber, wir können zum Tor, da ist es ja. Nice, Leute. Haben wir doch noch geschafft. Ich dachte, das wäre hinter der Glasscheibe. Aber logisch, wir haben ja die Glasscheibe verschoben. Auf ein neues. Bring it on. Oh. Hell no. Was bist du?
Ha! Hat aus 3 cm Entfernung ein Holy Sh. Gibt's hier eine Map? Oh no. Oh, keine Money. Juckt den gar nicht. Das nehme ich mit. Wo ist eine andere? Leute, Leute, Leute. Das war ja einfach. Der Mythos vom Doomslayer, seiner Macht, seinem Willen. All das sind Lügen der Ungläubigen. Okay, es gibt nur eine Kapsel. Ich dachte, vielleicht können wir uns hier eine Kapsel aussuchen. Und zeig mal her. Berechne die Flugbahn zum Mars. Kalkuliere Schubvektor. Start in 3, 2, 1. Planetare Eintrittsphase. Rechnen Sie mit Turbulenzen. Ich habe mich selbst durch eine Wand geschossen. Als ob mit Turbulenzen was anhaben können.
die verlorene Stadt Hebet. Es gab sie schon vor deiner Zeit mit den Wächtern. Das Slipgate bringt dich nach Sentinel Prime, wo sich der Priester versteckt. Eins, zwei, drei. Dann haben wir alle, ne? Die verlorene Stadt Hebet. In der langen Geschichte der Wächterzivilisation gibt es Momente, die mit der Zeit in Vergessenheit gerieten. Vergangene Kapitel, die den Augen der Wächterhistoriker verborgen blieben und auf ihre Wiedererweckung warten. Und die gefallene Stadt Hebet ist so ein Kapitel. In den Geschichtsbüchern und unter verschollenen Vermächtnissen begraben. Hebet war einst eine wohlhabende Hafenstadt, eine Eroberung, auf die die betianischen Clanmitglieder der äußeren Welten zu Recht stolz waren. Und verband die verschiedenen Wächterstädte mit der einheimischen Ausgabe der Slipgate-Erfindung. Ein vergänglicher Wohlstand, denn unter den Städten, die in den vergangenen Kreuzzügen verloren wurden, sollte sich auch Hebeth befinden. Jetzt besteht die Stadt nur noch aus schwellenden Ruinen, die von der aufklaffenden Oberfläche des einst bewohnbaren Mars verschluckt wurden. Okay. Cool. Danke. Okay, da hinten. Vielleicht können wir hier quer übers Spielfeld schießen. Ich glaube nicht. Komm schon. Zahnreinigung ist teuer, Mama. Zum Großen können wir gar nichts zersägen, oder was? Ach komm! Vor allem keine Musik, das macht mich gerade ein bisschen fertig. Macht mich mehr fertig als die Dämonen, um ehrlich zu sein. Zack.
weiß immer noch nicht, wie ich 5 Granaten abschießen soll, bevor ich nachlade. Gore-mäßig ist das hier Hardcore. Natürlich. So, das. Mir fehlt Musik, ich will Musik. Oh no. Hell yeah! Doom-Stufe 12. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber wir sind Doom-Stufe 12, Leute. Und das ist doch wohl ein Grund zum Feiern. Und wie es hier weitergeht, das seht ihr schon in der nächsten Folge von Doom Eternal. Damit mein Handy hier auch aufhört, mich zu nerven. Hinterlasst mir gerne ein Däumchen nach oben. Das sieht so aus. Und einen netten Kommentar, freue ich mich sehr drüber. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.